So, und damit herzlich willkommen zurück zu Definitely Not Fried Chicken. Und ich würde sagen, wir machen an der Stelle natürlich genau dort weiter, wo wir letzten Part aufgehört haben. Nämlich bei unserer, ja, kleinen Drogenproduktion hier. Ich habe tatsächlich ein bisschen was wieder an Feedback von euch bekommen dazu, wie das Ganze hier zu funktionieren hat. Zum einen habe ich hier bisher die ganze Zeit den Fehler gemacht, dass ich das nicht richtig eingestellt hatte. Und wir müssen gerade mal schauen. Ah, ich weiß, ich könnte das gerade jetzt annehmen. Aber wir hatten gesagt, wir liefern erstmal wohl. Nee, ich glaube, wir nehmen es doch mal an. Wir nehmen es doch mal an. Das dürften wir schon hinkriegen. Ich würde tatsächlich trotzdem meine Lieferung an Astronaut Jack erstmal durchlaufen lassen. Obwohl, Moment. Obwohl, die haben beide kein Zeitlimit. Oh ja, dann ist gut. Dann ist gut, wenn wir bei beiden kein Zeitlimit haben. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Feedback bekommen. Zum einen die Sache mit der Drogenqualität da drüben, die ich jetzt hochgestellt habe auf exzellent. Das heißt, die Leute, die bei uns jetzt bestellen, erwarten nicht wie vorher schlechte Qualität, sondern exzellente Qualität und bezahlen demnach auch mehr. Wie wir sehen, 704 Dollar bezahlt hier Lauren. Und 1170 jetzt Caden. Daran sehen wir eben schon, ja, die Leute haben jetzt höhere Erwartungen, zahlen dann halt aber auch demnach in akzeptabler Qualität. Und ich muss gerade mal schauen, Rudi, ich glaube, du musst da gar nicht mehr hinfahren. Du auch, glaube ich, nicht mehr. Genau, wir sind mit Astronaut Jack durch. Das wird unsere Sternstunde. Na, hoffen wir es doch mal. Great. Hat jemand definitiv nicht vergessen, die Übersetzung zu machen. So, ihr könnt alle erstmal hier zu Caden als nächstes fahren. Denn dann schauen wir, dass wir hier ein bisschen Geld rankriegen. Außerdem ist es tatsächlich scheinbar so, ich habe hier die eine Moped-Garage wieder weggemacht. Hätte ich scheinbar aber nicht unbedingt tun müssen. Denn es ist scheinbar so, dass die Moped-Garage tatsächlich ja nicht an sich tägliche Kosten hat, sondern dass das im Grunde Dienstleister sind. Die bekommen eben ja pro Lieferung dann scheinbar Geld und nicht täglich, einfach ganz normal. Zumindest habe ich das so verstanden. Vielleicht irre ich mich da auch, aber das war so das, was ich davon mitgenommen habe. Und jetzt müssen wir dann halt auch ein bisschen besser am Start sein an sich. Das hier passt, glaube ich, momentan aber auch noch ganz gut. Ich würde halt schauen, dass wir in naher Zukunft hier ein bisschen upgraden. Dass wir hier ein paar mehr Pflanzen reinkriegen. Und so weiter. Das dürfte auf jeden Fall wichtig sein. Wie sieht es hier eigentlich aus? Gut, wir haben bisher nur eine Lieferung gemacht. Das ist jetzt nicht so super viel. Können wir sogar von der Geschwindigkeit nochmal ein bisschen hochstellen. Euch geht es aber allen soweit super. Sehr schön. Ja, ich könnte bei euch halt theoretisch auch nochmal hier das. Oder eine Küchenutensilien brauchen wir nicht. Ne, ich vermute, das würde ich dann. Obwohl, ihr könnt ja nur drei Sachen zur Ausrüstung anhaben, ne? Was passiert, wenn ich das hier anklicke? Okay, einfach gar nichts. Good to know. Was hat das so noch, Jack? Hallo, wir nehmen an einem klassifizierten Regierungsprogramm teil, nur für Eingeweihte. Oh, wir haben aber ein Timeland bei dir. Kriegen allerdings einen Astronautenhelm, der ganz cool aussieht. Den können wir vielleicht machen, aber nachdem wir hier bei Caden durch sind. So, allerdings würde ich gerade mal schauen, genau, einige unserer Leute hier, ich bin mir gerade nicht sicher, was warst du denn? Cameron Edwards. Ah, okay, du bist unsere Putzkraft. Gut, du brauchst ja eigentlich nicht irgendwie eine besondere Ausrüstung. Nee, jetzt brauchst du ja auch nicht. Brauchst du irgendwas? Nope. Ja, also eigentlich sind unsere Leute, glaube ich, so weit ausgerüstet, wie es Sinn ergibt.
kann es auch schon schneller laufen und ihr seid alle, was das angeht, voll ausgerüstet. Das passt also soweit. Wollte ich nur nochmal gegengecheckt haben, sonst hätte ich da halt nochmal ein paar Upgrades gemacht, aber das macht dann ja für uns keinen Sinn. So, wenn wir den gleich durch haben, den Auftrag, sieht auch tatsächlich schon gut aus. Da sind nochmal, genau, du bist gerade durchgefahren, dann noch die beiden. Und dann sind wir für den Auftrag auch schon durch. Das heißt, die ganzen Leute dürfen jetzt schon mal da runterfahren. So. Wir müssten eigentlich hier durch sein, oder? Es ist immer so ein bisschen verwirrend, weil das dauert scheinbar immer so ein klein wenig, nachdem wir dahin geliefert haben, bis das tatsächlich akzeptiert wird. Aber es sieht so aus, als hätte das nicht gezählt. Weird. Okay, dann liefert halt der eine da noch hin. Weißt du was? Ja, okay, jetzt bist du da runtergefahren. Dann ist ja auch egal. Liefer du halt da nochmal hin. Die anderen machen da hinten schon die Sache. Wenn wir die dann beide durchhaben, können wir uns nochmal hier mit Astronaut Jake auseinandersetzen. Ich weiß, ihr habt gesagt, ich muss das nicht unbedingt machen, weil das Astronaut Jake-Zeug am Anfang eigentlich nicht wirklich relevant ist. Das habe ich jetzt ja auch gesehen, dass das für die MEV-Produktion ist und da sind wir halt noch nicht. Aber ich habe mir gedacht, machen wir halt einfach trotzdem, dann sind sie abgearbeitet. Und jetzt haben wir sowieso das erste durch und das hier will ich jetzt eigentlich nicht ablehnen. Aber in Zukunft kann es ja sein, dass wir das gebrauchen. Aber ich glaube, wir werden so langsam tatsächlich dazu bereit, zum einen hier nochmal ein bisschen auszubauen und zum anderen den Waschsalon aufzumachen. Und ich habe auch nochmal ein bisschen Input mitgenommen von an der Stelle, wie ich hier das effizienter gestalten kann. Im Grunde genommen macht man einfach so ein Durchlaufsystem scheinbar am klügsten. Unten halt Produktion, dann oben drüber einfach Lager und darüber dann halt ausliefern. Das ist im Grunde einfach nur von unten nach oben und dann raus. Das ist scheinbar das Schnellste, was ich machen kann. Obwohl ich mich gerade ehrlich gesagt frage, macht es nicht sogar noch mehr Sinn, um das kleine bisschen an Weg nicht zu haben, unten die Auslieferung zu haben und oben drüber dann, ne? Wenn ich gerade so drüber nachdenke, kann es sein, dass da sogar noch ein... Es wird wahrscheinlich nicht viel sparen, aber ich stelle mir das gerade ganz klug vor. Muss nichts heißen, ich weiß. So, das hier hätten wir auf jeden Fall durch. Nehmen wir das Zeug von Astronaut Jake an und das kriegen wir hoffentlich hin, obwohl 20 ist halt echt nicht viel, ne? Vielen Dank, dass du deinem Land und der Wissenschaft so einen großen Dienst erweist. Natürlich, Astronaut Jake. Natürlich. For America. Dafür tun wir doch alles. Unsere erste Lieferung ist auch schon fast da, aber ich bin irgendwie ein bisschen besorgt, dass wir das nicht schaffen. Ja, es kann halt gut sein. Budi, warum? Ah, okay. War noch nicht beladen. So, jetzt sieht es da aber besser aus. Glaube aber, das sieht nicht gut aus. Wir haben drei Minuten schon rum und wir liefern gerade die zweite von 20. Ja! Naja! Nice try, würde ich sagen. Aber, ja, okay. Wahrscheinlich ist das halt so eine Sache, da müssten wir halt Autos schon für haben. Oder was weiß ich, 10 unserer Mopeds da. Aber das ist halt ein bisschen unrealistisch gewesen bisher. Ich würde vielleicht gerne Land kaufen, aber lieber bei uns. Nope.
Grundstückmenü. Sale. Ah ne, das könnte ich kaufen. Ich wollte gerade sagen, habe ich das gekauft? Kann ich mich nicht daran erinnern. Das hier könnten wir uns holen. Oh, das ist halt aber 11.500. Ah, das ist halt schon heavy. Das traue ich mich jetzt noch nicht so ganz. Astronaut Jack? Ja, wir können Astronaut Jack eigentlich abbrechen. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert, wenn wir... Also es scheint ja eine Art Story-Mission zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns das dann jetzt damit verbaut haben. Ob das nicht mehr passieren kann, dass wir das Zeug dann noch bekommen. Oder ob der uns das dann einfach in Zukunft nochmal anbietet. I don't actually know. Aber ich würde als nächstes dann auf jeden Fall einen Schrottplatz liefern, weil ich will bessere Fahrzeuge. Ich kann mir vorstellen, dass die auch nicht günstig sein werden, aber die Mopeds gehen mir so unglaublich auf den Sack, weil die so langsam sind. Ja, ist ja schön gut. Okay, du hast aber kein Zeitlimit, dann nehmen wir dich vielleicht doch mal an. Weil kein Zeitlimit ist ja eigentlich immer ganz chillig. Wir können euch eigentlich alle schon umstellen auf Alejandro. Astronaut Jack können wir vergessen, Leute. Das wird sowieso nichts. Keine Lieferung in Houston wäre aber ein Problem, ja. I'm sorry. Ich habe mich ein bisschen selbst überschätzt. Das kann ja mal passieren. Das kann ja mal passieren. Ich hoffe zwar nicht, dass es nochmal passieren wird, aber ne, einmal ist es halt jetzt scheinbar leider passiert. So, gucken wir, dass wir das kleine bisschen Geld da noch rankriegen. Braucht echt immer so ewig, bis ihr da oben seid, Leute. Ich finde es irgendwie ein bisschen weird, also klar... Irgendwo kann ich natürlich verstehen, dass wir uns jetzt nicht irgendwo Bankkredit nehmen können. Ich meine, wir bauen so ein Drogenbusiness auf. Aber irgendwie fände ich die Möglichkeit, für einen Kredit aufzunehmen, irgendwo, fände ich halt schon ganz praktisch. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir doch einen mehr vertragen könnten an Ausliefern. Ich baue jetzt einfach nochmal ein. Ich weiß, es ist vielleicht nicht die klügste Sache, einzubauen, dann wegzumachen, dann nochmal zu bauen. Aber ist mir jetzt egal. So. Und ich werde, wie gesagt, in Zukunft das dann nochmal umbauen. Da werden wir hier unten und da oben noch mehr Felder frei haben. Momentan haben wir das halt noch nicht. Aber sobald das möglich ist, werde ich das auf jeden Fall ein bisschen abändern. Dass das etwas produktiver läuft. Da oben haben wir die 7 und die 8. Glaube ich zumindest. Das bedeutet, wir können soweit, denke ich, schon mal hier rüber zum Schrottplatz. Okay, seid ihr alle durch. Alle zum Schrottplatz. Perfekt. Jetzt brauchen wir da mal ein bisschen neuen Stuff. Ja, da ist er. Unser Major KFC. Ach, niemand ist hier. Niemand. Wir klauen ihm sein komplettes Geschäft. Das ist der Plan. Das hier ist eigentlich auch relativ günstig, ne? Vielleicht gucken wir einfach insgesamt mal hier Land kaufen. 7.000, 3.000 nur. Die Sache ist, da können wir halt nirgends produzieren, ne? Können wir halt jeweils nur Geschäfte aufbauen. Ah, ja. Das ist natürlich ungünstig.
Frage ist, wenn wir hier rüber bauen würden, wird dann annektieren wir einfach hier die Straße oder wie? Scheinbar. Anders checke ich zumindest nicht, wie das funktionieren soll. So, wie sieht's da aus eigentlich? Moment, lokale Geschäfte. Wir haben 18 Punkte schon mal beim Schrottplatz und wir bräuchten 90 fürs Auto. Und die Sache ist, wollen wir... Ich meine, wir haben ein bisschen. Wollen wir überhaupt wirklich das normale Auto holen oder gehen wir direkt auf einen kleinen Laster? Weil er kann das Doppelte transportieren. Klar, wir müssen erstmal ein bisschen mehr als das Doppelte haben, aber die Punkte zählen hier schon schnell hoch. Ich glaube, wir kriegen irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich das irgendwo sehen kann, aber ich glaube, wir kriegen 3 Punkte. 3 Punkte für gute Stuff. Deswegen, also, das ist eigentlich sehr schnell gemacht. Wenn wir das ein bisschen laufen lassen. Klar, wir haben auch tägliche Kosten, aber die sind ja fast null. Ich glaube, sobald wir halt die haben, geht alles so viel schneller. Weil wenn irgendwo halt ein Lieferauftrag hin ist und wir schicken einen Laster hin versus 8-mal ein Moped. Es ist halt ein Riesenunterschied. 2 Autos wäre halt auch schon praktisch, aber... Ne, ist halt immer noch nicht so geil. Dann könnte ich mir halt auch vorstellen, dass wir so Lieferungen mit 20 Sachen halt auch easy hinkriegen. Wenn wir 3-4 Autos haben, also beziehungsweise ein Laster, das ist halt schon nochmal ein anderes Kaliber. Ja, das geht ja so schnell. 48. Ich hab erst gedacht, vielleicht machen wir doch erst das 90er-Ding, weil ich halt nicht weiß, wie lange hält unser Geld hier. Oder geht uns das eventuell aus von unseren täglichen Kosten, die wir ja haben, aber ich gucke einmal nicht hin und schwupps ist die Zahl schon wieder deutlich größer. Wenn ich klug genug wäre oder nicht so faul wäre, könnte ich mir jetzt auch ausrechnen, wie oft die da hinfahren müssen noch. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr schnell erledigt. Vor allem, weil wir, glaube ich, auch das Glück haben, dass der Schrottplatz halt literally hier direkt unten um die Ecke ist. Wir müssen einfach nur einmal um den Block fahren und schwupps sind wir wieder dort. Irgendwie Waffenladen oder so wäre auch ganz interessant eigentlich. Was kriegen wir denn dort überall so? Oh, wir können uns hier auch eine doppelte Verpackstation und so weiter holen. Das wäre auch eigentlich alles ganz geil. Automatische Verpackstation, okay. Die würde ich ja auch schon gerne haben. Allerdings weiß ich halt nicht, ob die momentan Sinn für uns machen würde. Okay, künstliches Licht, Klimaanlage, Heizstrahler. Gibt es denn eine bessere Anbaustation? Nope. Ah ja, okay, da sind Sachen Röstcannabis, genau. Automatischer Schneidetisch. Okay. Das könnte unsere Effizienz extrem steigern. Aber es gibt auch schon einen optimierten Schneidetisch. Okay. Was haben wir hier so? Starter Pack Meth. Okay. Pulverisierungstisch. Das ist auch schon mal alles ganz nice. Also da wäre ich halt auch schon für, dass wir den Stuff möglichst bald bekommen. Ich weiß, wir haben hier jetzt Anfrage für eine Lieferung, aber die ignorieren wir jetzt einfach mal. So. Who even cares? Was gibt es eigentlich im Waffenladen hier für interessante Nahkampfwaffen?
Oder Fernkampfwaffen dann halt. Ja, sowas sollten wir halt dann schon in naher Zukunft bekommen. Damit abgesägte Schrotflinte, das ist. Hab noch nicht ganz raus, wie das funktionieren soll, aber. I don't know. So, sowas wäre halt auch wichtig, dass wir unsere Person hier protecten ein bisschen. Aber alles auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Ich sollte noch mal einen kleinen Blick hierauf werfen. 108, das gefällt mir schon mal sehr gut. Aber sie lehnen wir noch mal ab. Wie gesagt, ich gehe jetzt einfach direkt für die 220. Ich weiß, es dauert, aber ich glaube, das macht halt einfach am meisten Sinn. Was haben wir hier eigentlich bei den Monumenten? Kundentelefon, Fitnesscenter. Wachen erleiden weniger Schaden, ist momentan nicht so schlimm. Baustelle. Verringere die Kosten für Bauprojekte. Die Sache ist, Bauprojekte zählt da auch sowas wie neues Land kaufen dazu, weil das wäre halt wichtig. Das ist die Frage. Nehmen wir gerade mal nicht an Astronaut Jack. Sobald wir die Autos haben, Rudi, dann kannst du gar nicht so schnell gucken. So schnell sind wir bei dir. Mit dem guten Stuff. Das hier ist jetzt momentan ein bisschen problematisch. Ja, wir sind halt einfach noch nicht effizient genug eigentlich. Ja, wir werden wahrscheinlich am Anfang tatsächlich unsere kompletten Moped-Dinger gegen einen LKW austauschen. Und dann heißt es erstmal mit dem einen LKW grinden, weil so gerne ich da auch direkt 5 LKWs oder sowas hinstellen würde, damit alles noch viel schneller geht. Momentan scheitert es dann an unserer Produktionsgeschwindigkeit. Das heißt, das ist dann erstmal die erste Sache, an der wir dann arbeiten müssen. So. Wie sieht's hier auf unserer Trockenpalette aus? Ist die andere Trockenpalette, Moment, wir haben doch da irgendeine gesehen. Ist die schneller? Ich glaube, das war nicht hier, das war, glaube ich, bei der Universität. Nein, das ist Schneidetisch. Auch Schneidetisch. Hier gab es auch irgendwo so ein Trockendings. Hier. Ja, das ist aber nicht, Gab's da auch ein normales Trockenteil, was halt einfach besser ist? Scheinbar nicht. Kühlregal. Ich glaube, das ist alles nicht so wichtig für uns erstmal. Ja, okay, wir müssen wahrscheinlich einfach einen zweiten Trockentisch haben. Obwohl, es sieht tatsächlich. Ja, nee, die können auf dem Trockentisch einfach stacken, scheinbar. Momentan liegt es wirklich an der Geschwindigkeit unserer Leute so ein bisschen. Das ist auf jeden Fall auch good to know. Aber wie sieht es hier aus? 153. Wir sind auf dem Vormarsch. Wie gesagt, es kann sein, dass das ein bisschen übertriebener Move von mir war. Aber wenn mir halt beides so direkt angeboten wird, dann kann ich halt nicht Nein sagen zu dem Besseren, wenn ich einfach nur ein bisschen länger warten muss und wir das Geld eigentlich schon haben. Da sehe ich nicht ganz den Grund für. Aber ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir auch ein zweites Grundstück hier rankriegen, damit wir einfach mehr Leute einstellen können. Wir bräuchten momentan noch nicht mal unbedingt immer die Fläche, also manchmal schon, aber nicht immer die Fläche.
Wir brauchen halt einfach nur mehr Leute, damit das hier schneller läuft. Oder wenn du dich über deine Pause beschwerst, dann mach halt Pause. Ihr habt ja extra die Schnelllaufschuhe da. Damit er da rüberkommt. In eure Pause rechtzeitig. Beschwer dich mal nicht so. So. Nope. Wir wollten hier nochmal schauen. 170. Okay. Viel fehlt nicht mehr. Es liegt alles an euch hier. Also nicht, dass ihr schuld wärt, aber wäre halt praktisch, wenn ihr noch ein bisschen schneller arbeiten würdet. So. Kann manchmal nicht so ganz nachvollziehen. Wieso hast du dich jetzt für Toilette beschwert? Guck mal, der Balken ist immer noch mehr als halb voll. So schlimm ist er jetzt wirklich nicht. Das verstehe ich nicht so ganz. Unsere Leute sind irgendwie ein bisschen sehr anspruchsvoll, ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Aber jetzt beschwerst du dich über Essen. Wie sieht es denn an der Essensfront bei dir aus? Ja, okay, zugegebenermaßen ein bisschen Hunger hast du wirklich. Das lasse ich dir. Aber das andere Zeug habe ich wirklich nicht verstanden. Ihr seid ein bisschen sehr am Jammern. Ja, aber ich glaube trotzdem, die andere Sache, die wichtig wird, ist der automatische Schneidetisch. Damit wir den Step halt hier einfach rausnehmen, weil es ist ja einfach rein faktisch das Bottleneck momentan, dass unsere Leute halt zu langsam sind. Und wenn wir den Schneidestep halt komplett rausnehmen, sind wir halt schneller. Das ist halt einfach rein faktisch so. So, Moment, wir könnten aber auch, das fällt mir jetzt ja erst auf, das hatte ich, glaube ich, ja schon mal gesagt. Wir könnten doch hier eine Tür noch einbauen oder... Na, okay, da nicht, aber hier. Die Frage ist, nutzt ihr die dann auch? Nein. Nein? Nein, ihr nutzt sie nicht. Ah, doch. Sehr gut. Weil das ist nicht viel, was es spart, aber es spart ein bisschen was. Das sollte es in der Theorie ein klein wenig effizienter machen. Wir könnten aber auch diese Tür jetzt rausnehmen. Und eigentlich müsste ja nur beim Lager raus. Wenn ich die Tür rausnehme und da irgendwo noch ein... Ich könnte da ja dann noch ein Beet hinpacken, oder? Oder bin ich... Obwohl, es kann sein, dass er auf die Rückseite davon müsste, ne? Na, dann nicht. Obwohl, die gehen noch nie auf die Rückseite. Moment. Doch. Also zumindest unsere Person, die hier für die Verteidigung unseres Landes verantwortlich ist, geht da manchmal hin. Jawohl. In der Theorie könnte ich da bauen, aber aus irgendeinem Grund steht da nur ein Stern. So ist ein Stern, so sind es drei. Das muss ich nicht nachvollziehen können, oder? Das da ist doch nicht weit weg. I don't get it. Ah, okay, aber der muss auf die Rückseite zum Reparieren. Okay, nee, dann kann ich es tatsächlich nicht machen. Okay, das habe ich nicht bedacht. Außer Moment, noch eine andere Sache. Oh, ich könnte hier unten eine Tür hinmachen. Ein Raum, drei Türen.
Aber hey, es wäre effizienter. Es juckt uns doch nicht, wie schön das aussieht. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich jetzt besser ist, aber... Ne, we try. We try our best. Also, lokale Geschäfte. Nein, nein, hier. Oh, wir sind schon... Oh, Brudi. Das läuft. Ich würde sagen, im nächsten Part, Kleinlaster. Das wird auf jeden Fall interessant. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Dann würde ich sagen... Auf jeden Fall Like da lassen und Abo auch, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns nächstes Mal zurück hier bei Definitely Not Fried Chicken. Bis dann und ciao.